Hey ho und willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever in den USA. Ja, wir befinden uns momentan in Mobile und ich hatte es ja bereits, letzte Folge war das glaube ich schon angekündigt, ich würde gerne von hier eine Schiffslinie über den See rüber bis nach Midland eröffnen mit den neuen Schiffen, die wir hier haben. Sprich, genau das gehen wir jetzt an. So, da ist die Frage, wo legen wir am sinnvollsten den Hafen hin? Entweder hier, ja gut, da müsste ein Gebäude abgerissen werden, wäre aber nicht so teuer, oder wir machen das hier oben. Was deutlich günstiger wäre, das heißt, wir machen das hier oben. So, ein Dock sollte eigentlich reichen, kommt nach da oben, gut ist. Dann brauchen wir eine Straßenbahnstrecke darüber. Die bauen wir natürlich auch. Hier, elektrisches Tramgleis von hier aus dort drüben hin. Und dann auch wieder hier zu der Haltestelle, dann können die Trams hier bequem wenden. So. Das heißt, wir müssten hier eigentlich nur die 161 um eine Haltestelle verlängern. Hier nach der 14 kommt eine neue Haltestelle dazu. Und dann passt das Ganze. So. Okay, dann als nächstes brauchen wir einen Hafen oben in Midland. Den würde ich gerne gegenüber vom Flughafen bauen, denn da haben wir eh gerade schon ein bisschen was. So. Müssen wir natürlich auch noch ausrichten. Jo. Passt, denke ich mal so. Tramgleis brauchen wir hier nicht auf der Straße. Ich glaube, die sind automatisch schon im Einzugsgebiet voneinander, oder? Ja, Flughafen ist es, Hafen ist es. Na, der hier hat auch beide. Ja, das passt. So, dann brauchen wir eine neue Linie. Und zwar, ich würde gerne mal alle Wasserlinien angezeigt haben. So, das hier ist jetzt Midland River. Schiff Midland River. So, und der fährt hier von Midland rüber bis nach Mobile. Ja, da oben müssen wir eigentlich nicht noch halten. Das reicht, wenn wir das so haben. So. Dann brauchen wir hier natürlich noch Schiffe auf der Route. Und genau die werden wir uns jetzt kaufen. Und zwar in einer Werft. So, die setzen wir hier drüben irgendwo hin. Jo, das passt. Die haben sie auch mal irgendwann geupdatet. Also in älteren Zeiten sah die anders aus. Ja, aber die hat sowas. So. Und da kommen jetzt hier unsere schnellen Motorboote drauf. Ja. Und oh, sind laut. Okay. So, was haben die jetzt hier für einen Takt auf der Linie? 74 Sekunden, ja, das wäre ja perfekt. Ja, und da fahren wir jetzt gerade zumindest kurz mal mit einem mit. Auch wenn es laut ist, aber ich möchte einfach mal sehen. Oh, mit 80 km/h hier übers Wasser. Die Dinger sind halt auch schnell. Jo. Das ist auf jeden Fall. Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Ich nehme an, das wird auch relativ schnell angenommen. Ich meine, so eine Geschwindigkeit hat man nicht überall. Klar, Bahn wäre sicher schneller, aber definitiv auch teurer. Und von dem her, warum nicht so? Okay, gut. Dann als nächstes habe ich mir gedacht, wir erweitern mal unser Netz an Überlandbahnen. Oder allgemein an Bahnen. Ja, Bahnen sind nie verkehrt. So, und das heißt erstmal, wir legen hier eine Bahnstrecke von hier nach Midland. Allerdings ohne Halt in Long Beach. Warum das? Da möchte ich eine Straßenbahn hinlegen. Eine Überlandstraßenbahn. Und wenn ihr es hier vom Gelände seht, ja, das wird echt schwer hier irgendwo einen Bahnhof hinzubauen. Teuer und das wollen wir nicht.
Deswegen kommt der Bahnhof hier unten nach Midland. Dort wird es auch so schwer genug sein, einen zu finden, aber hier in Midland, da brauchen wir auch einen Bahnhof. So, zweigleisig, 320 Meter bekommt er hier sogar. So, und den schließen wir dann mal hier an. So. Sieht doch eigentlich mal ganz nett aus. So, dann von hier aus geht die Strecke relativ steil aufwärts wirklich, ja, also was könnte man hier machen, ohne dass man zu groß im Einschnitt landen, ja. Das wäre eine Idee. Bis hier drüben. Und dann geht's hier auf dieser Seite der Fabrik vorbei. Und hier dann um die Kurve. So, bis wohin müssen wir? Weiter runter. Das heißt, es geht bis hier. So, und ja, das ist schön. Das Gelände hier, das ist relativ eben. Gut, da vorne werden wir eventuell einen kurzen Tunnel brauchen, aber das stört mich jetzt auch nicht weiter. Und von dem her, naja, das kriegen wir hin. So, und das schließen wir jetzt mal an dieses Gleis hier an. So. Gut, dann hätten wir das. Ein zweites Gleis brauchen wir auch noch. Das bauen wir allerdings erst später. Jetzt geht's weiter. Eingleisig bis nach Naperville hoch. Auch ohne Halt in Manchester. Ich meine, es wird überbewertet dazu halten. Ich meine, da fährt ja schon die Tram hin. Ja, und da legen wir hier einfach mal nur eine Expresslinie von Ost nach West rüber. Ja, und gehalten werden wird dann nur in Midland und von dort fahren dann auch die ganzen Trams ins Umland. So. Dann geht's hier mit einer großen Brücke übers Tal. Ja, bis hier drüben. Dann hier weiter am See entlang. Hier dann auch relativ scharf um die Kurve, ja, halt so, dass er noch 300 fahren kann. In etwa so. So, und dann bis hierhin, ja, etwas nach oben. Damit man hier problemlos über den Fluss drüber kommt. Ohne dort den Schiffsverkehr irgendwie zu beeinträchtigen. So, das wäre sogar immer noch bei 300 hier die Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube es kaum. Ja, und dann schließen wir das mal hier an und es funktioniert. Ja, sehr schön. So, dann bauen wir noch ein zweites Gleis. So, und die Kosten... Ja, erstmal hier Fahrzeug... ersetzen. Zubringer Holzmaschinen. Oh. Ja, da könnten wir auch mal auf größere Fahrzeuge aufrüsten, nämlich auf die ganz großen hier. Da haben unsere Fabriken sicher nichts dagegen. So, den Tunnel da vorne sparen wir uns mal mit dem zweigleisigen Ausbau, sprich, es geht erst hier ab dieser Brücke los. So. Und das Gleis müssen wir hier ja einfach nur noch parallel legen. Okay. Dann im Bahnhof selbst können wir eigentlich auch Hochgeschwindigkeitsgleise legen. Eventuell bringt es sogar was. Je nachdem, wie früh die Züge abbremsen müssen. Aber vielleicht ist es so etwas später.
So, und jetzt kommen wir hier irgendwie nicht über den Bahnübergang drüber. Ist blöd. Okay, gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir hier jetzt halt... Achso, das hier ist halt... Na, nee, das ist erst am Ende vom Hang. Von dem her... Gehen wir hier dann einfach mal in den Tunnel runter. Es geht hier auch mit relativ ordentlicher Geschwindigkeit. Und Frage, kommen wir hier unter der... Ja, cool. Das sieht ja mal cool aus. Ja gut, so hoch möchte ich dann doch nicht. Es gibt zwar irgendwie eine Glacier-Express-Aufgabe, aber... Naja, die muss man ja auch nicht herbeizwingen. Indem er da einfach mal eine Brücke baut. So, Zug 17 wird zu alt. Das ist schlecht, denn Züge sind teuer zu ersetzen. So, wo ist er denn? Oh, 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 Pause. Gar nicht gut. Der darf wenden. Ja, Produktion 0, warum wohl, ne? Zug 10, so. Was mit Zug 10? Zug 10 hat kein... Ach, scheiße, der ist zu lang. Ich glaube, wir haben ein Problem. Dieses Problem ist ein Zug, der zu lang ist. Oh, hier Bahnhof. Diagramme. Übersicht. Aufrüsten. Ja, 320 Meter. Ist das irgendwie möglich? Bitte. Scheint so. Aber nicht unter den gegebenen Gleisen. Aha. Keine Warnung. Okay. So, jetzt sollte es theoretisch möglich sein, hier das Ding aufzurüsten auf 320 Meter. Oder? Nee, das kollidiert noch irgendwie mit den Gleisen hier vorne. Die müssen demnach auch noch weg. Bis hier vorne. So, jetzt rüsten wir ihn aber auf. So, sehr schön. So, jetzt brauchen wir hier noch irgendwie eine Weiche. Und ein Signal, dass die Züge hier möglichst weit vorfahren können. Und das gleiche gilt hier. Warum ist das Signal hier vor der Kreuzung? Das ist gar nicht gut. Wir brauchen mehr Platz. Den erreicht man nur, wenn das Signal hier steht. So. Okay. Dann darf der hier wieder wenden. Fahrzeugersatz auf der Linie ist, glaube ich, aktiv, oder? Ja, ist er. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf Play. So, der darf nochmal in die andere Richtung fahren. So, jetzt kommt der Zug hier irgendwie durch. Wie genau, weiß ich nicht. Tatsache ist, er kommt durch. So, den Zug können wir jetzt auch wieder wenden. So, und der fährt hier jetzt schön gemütlich raus. Und der hier fängt hoffentlich auch wieder an zu produzieren. Weil die Linie wieder funktioniert. Hoffentlich. Denn ihr seht es jetzt hier, wir machen hier Minus ohne Ende. So, alle nur sichtbaren Linien. So, hier. Minus 1, minus 7, ja, das ist minus 20 Millionen. Und alles nur, weil hier der Zubringer staut, ja, also gar nicht gut. Hier müssen wir dringend wieder abtransportieren. So, und der fängt jetzt hoffentlich demnächst wieder an zu produzieren. Ich lasse das Ganze jetzt aber erstmal so, denn eigentlich, ja, das wird sich hoffentlich von selbst wieder einpendeln.
wird zwar etwas dauern, aber es wird hoffentlich funktionieren. Okay, wir waren hier oben stehen geblieben. Mit unserem Gleis. Das wir noch weiterbauen wollten. Und zwar in etwa bis hier. So. Okay, dann brauchen wir hier an der Strecke noch Signale. Zumindest ein paar. Die Züge werden hier ja wahrscheinlich relativ schnell fahren. Das heißt, wir brauchen die jetzt auch nicht so häufig. So, da ist der Bahnhof. Das heißt, hier können noch mal welche hin. Dann hier oben auf der Brücke. Dann hier auf dem Damm. Hier auf der anderen Brücke. Und dann nochmal hier vor der Einmündung. Okay. Dann brauchen wir noch Züge auf dieser Linie und wir brauchen eine Linie. Das heißt, so, Moment, warum steht der? Der steht, weil er gewendet ist. Warum wendet der? Haben wir sonst noch irgendwo hier Zugstaus auf dem Netz, von denen ich noch nichts bemerkt habe? Weil hier drüben scheint es noch zu fahren. Moment, Pause kurz. Ich möchte es jetzt gerade mal kurz klären, ob hier irgendwo irgendwelche Züge meinen, sie stauen zu müssen. Fände ich nämlich überhaupt nicht gut. Ja, hier hinten die Metroliner, die fahren noch, also allzu lange scheint das Problem noch nicht so zu sein. Hier die Busse, die stauen sich, verständlicherweise. Würde ich auch, wenn ich die wäre. Könnte man da eventuell eine Linie verlängern, damit der Takt etwas höher wird? Von dieser Linie. Ja, könnte man. Und zwar hier unten die... Was ist das hier? Die 35er. Nach der 4 könnte die noch hier halten. Ah ne, Quatsch, macht keinen Sinn. Denn von den Richtungen, von denen sie reinfahren. Das stimmt schon so. Ich würde trotzdem gerne nochmal irgendwie eine Linie verlängern. Und zwar, warum nicht die 32 hier runter und dann da drüben hin? Sprich, denke ich mal, nichts dagegen. Bis hier oben. So, nach der 6 geht's weiter. Wieder hier hoch. So. Dadurch sollte sich der Takt etwas erhöhen und da dann dementsprechend weniger Fahrzeuge sein. Okay, und weitere Zugstaus sehe ich momentan, glaube ich, nicht. Scheint sobald alles regulär zu funktionieren. Das heißt, wir gehen wieder hoch nach Provo, richten unsere Linie ein. Das wird unser Westliner. Der hier von Provo über Midland bis nach Naperville verkehrt und wieder zurück. Okay, dann anschließen sollte eigentlich kein Problem sein. Da können wir eigentlich hier in Midland eine kurze Shuttle-Tram-Linie bauen, die die Fahrgäste hier aus dem Ort und von den
Linien, also 91 und 92, da nach oben transportiert. Können wir auch gerne mit Trams machen. Ich meine, wenn wir sie hier schon haben, warum nicht? Okay. Das heißt, wir richten hier gerade mal eine neue Linie, die 93, ein. Nach hier oben. So. Und auf diese Linie 93 kommen jetzt einige neue Fahrzeuge. Und zwar kaufen wir uns hier gleich die ganz großen Torontos. Fünf Stück von denen auf die 93 ist das. So, warum gleich die großen? Hat einen relativ einfachen Grund. Ich glaube, dass da relativ viele Leute hoch wollen. Und deswegen kommen da dann halt auch die großen hin. So, Westliner, da setzen wir, denke ich mal, auch unsere Metroliner ein. Warum auch nicht? Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Oder wir setzen hier die noch etwas schnelleren ein. Mit einer entsprechenden Wagenzahl. Wäre, denke ich, glaube sogar noch besser als die Metroliner. So, die hier in dunkelblau. Mit 26, 100. Ja, 168 Fahrgäste kann dann einer mitnehmen. So. Zum Klon fehlt uns genug Geld. Was kostet denn einer eigentlich? Schon ein bisschen, denke ich. Insbesondere die Lokomotive. Können wir uns nächsten Monat aber eventuell trotzdem leisten. Und wir kriegen ein neues Schiff. Sehr schön. Die Graf Zeppelin. So. Jetzt warten wir einfach mal kurz, dass hier der Kontostand etwas höher wird. Und in der Zeit, in der wir warten, geben wir ein bisschen Geld aus, indem wir hier noch eine Gleisverbindung vom Depot rüber schaffen. Denn ansonsten bringt es das Ganze irgendwie nicht. So, ist das hier oben eine Weiche? Ja, perfekt. So, nicht schön, aber es tut's. Und von dem her würde ich mal sagen, die beiden Züge dürfen schon mal drauf. So, wo haben wir einen Westliner? Hier unten. Und wenn wir dann mehr Geld haben, können wir ja immer noch weitere Fahrzeuge kaufen. So, hier kommt er angerollt. Unser erster Westliner. Moment, ich gehe gerade mal in den Bahnhof rein mit der Kamera. Ja, und ich bin mal gespannt, ob und wie gut die Fahrzeuge dann angenommen werden. Ja, da kommt er. Langsam reingerollt in den Bahnhof, wobei so langsam ist er noch nicht mal. Der hat jetzt auch 60 km/h drauf. Ja, und da steht das jetzt, das gute Stück. Und fährt wieder raus aus dem Bahnhof. Vermutlich noch ohne irgendwelche Passagiere, korrekt. Wird sich auch noch ändern, denke ich mal. Ja, und hier, der Zug, der ist auch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Ja, da werden wir jetzt vermutlich... Oh, und unsere Flugzeuge werden auch ein bisschen alt. Auf der Flug 1 Linie.
So, was haben wir denn da an Flugzeugen zur Auswahl? Die können beide 21, kosten deutlich mehr. Der hier kann wieder 24. Aber die Kosten und oh, was ist das für eine Höchstgeschwindigkeit? Das wäre, wenn wir einen Flug quer über die Map anbieten wollen. Könnten wir mal machen, aber momentan, ganz im Ernst, würde ich sogar fast noch hier die alten Flieger nehmen. Für einen Fahrzeugersatz. So, hier kommt jetzt der nächste Zug auf die Gleise gerollt. Was haben wir denn hier für einen Takt auf der Linie? 7 Minuten, ja. Dritten Zug brauchen wir eigentlich schon noch. Warte mal schauen. Kriegen wir den schon zusammen? Okay. Momentan nicht. Dann kam gerade irgendwie ein Monatsende oder so in den Weg. So, und jetzt noch Wagen hinten dran. So. Ein paar braucht man noch. Möglichst noch mal ein paar Züge ankommen. Ja, sind fast so weit. Dass wir auch dem sagen können, hier, hey, fahr mal drauf. So, den halt mal gerade noch mal kurz an. So, jetzt darf er wieder weiter. So, auch hier in Mesa Stadt werden die Fahrzeuge zu alt. Das ist kaum zu glauben. So, der hier kann Maschinen, Baumaterial, Lebensmittel, Werkzeuge, Waren transportieren. Nehmen wir. Okay, weiter geht's im Plan. Nächster Wagen. So, und einer fehlt, glaub noch. Dann hätten wir auch diesen Zug zusammengestellt. So, und ab auf die Linie mit dir. Auf den Westliner. So, der darf jetzt auch hier rausfahren. Und dann hätten wir hier diese Linie erfolgreich in Betrieb genommen. Hier unten gibt der eine hier gerade Gas auf der Fahrt nach Naperville. Und auf dieser werden wir ihn jetzt auch gleich begleiten, wenn diese Leck hier vorbei ist. So. Ja, sehr schön. So, und ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell der wird. Tatsächlich. 200 schafft er ja theoretisch. Praktisch schauen wir mal. Also immerhin, 120 haben wir mittlerweile, aber da geht doch hoffentlich noch mehr. Für die Geschwindigkeit hätte man noch nicht die teuren Westray-Wagen kaufen müssen. Ja, sieht man von hier auch relativ gut, wie die Bahnstrecke einfach mal in einem großen, weitläufigen Bogen um den See rumgeht. So. Bisschen mehr wird er doch wohl noch schaffen, oder? Als 150. Gut, es geht halt schon ein bisschen berghoch, aber jetzt auch nicht so viel. Der steile Abschnitt, der kommt ja erst noch. Und zwar jetzt.
Ja, und hier wird er jetzt auch nicht mehr schneller. Ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht von dem hier, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir da mehr Geschwindigkeit versprochen. Ja gut, hier im Tunnel kann man jetzt ja eh nur 161 fahren. Ja, und da vorne kommt ja auch schon der Bahnhof. Aber immerhin, hier warten schon ein paar Leute. Das Angebot ist wohl doch nicht ganz so schlecht, was wir hier bieten. Jetzt nochmal kurz der Blick zurück. Wie schnell fahren die Fahrzeuge hier hinten? Ah Quatsch, hier sind wir noch in Midland. Wie schnell ist der hier jetzt zum Beispiel? Ja, auch nicht wesentlich schneller. Da haben wir vermutlich zu viele Wagen hinten rangehängt. So, auch hier gibt es wieder die Studebaker als Fahrzeugersatz und auf der 131. Moment, wo ist denn die? Ach, das war die. Okay, da können wir gerne die großen Torontos draufschicken. Denn die wird ja hier echt relativ gut nachgefragt. Okay. Dann war's das hier von der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Und ciao.